Ich weiß nicht, ob euch jetzt auch die Ohren klingeln, wenn ich mit meinem folgenden Thema um die Ecke komme, aber es ist mittlerweile in Rheinhessen so weit verbreitet, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ihr nicht auch schon unter den Genuss gekommen seid, der Krähenplage. Die Saatkrähen durchziehen mittlerweile ganz Rheinhessen, zum einen Wohngebiete, wie aktuell auf dem Mainzer Lerchenberg. Da geht es darum, dass sie auf Spielplätzen Vogelkot hinterlassen, andere Nester rauben, aber natürlich auch die Anwohner seit morgens um 4 ihrem Schlaf berauben. Aber auch ein sehr, sehr ernster Hintergrund im rheinhessischen Land ist die Plage bei den rheinhessischen Bauern. Dort gibt es mittlerweile Kirschbauern zum Beispiel, die ihre kompletten Bestände roden, weil sie sagen, sie können sie gar nicht mehr vorhalten. Und die Schäden durch die Saatkrähen sind mittlerweile so enorm, dass es sich einfach nicht mehr rechnet. Ja, diesen Bestand aufrechtzuerhalten. Was ist die Konklusio daraus? Wir reden schon seit sehr, sehr vielen Jahren über diese Krähenplage. Fakt ist, dass sie nach EU-Recht geschützt sind, die Krähen. Das ist auch ein sehr, sehr hohes Gut. Und ich bin an dieser Stelle auch, ist mir sehr daran gelegen zu betonen, dass das Wohl von Krähen oder Tieren ein sehr, sehr hohes ist und dass man sehr sensibel abwägen muss, wo Menschenwohl und wo Tierwohl anfängt und aufhört. Allerdings muss ich sagen, dass mittlerweile die Ausmaße für die Menschen so enorm sind, was Lebensqualität angeht, aber auch Stichwort der rheinhessischen Bauern, deren Ernte und den Wirtschaftszweig und am Ende auch regionale Produkte, dass ich an dieser Stelle schon die Politik in der Pflicht sehe, jetzt einen Anstoß zu machen, um das EU-Recht zu ändern und den Artenschutz zu senken, weil das ist der einzige Weg, wie man der Krähenplage, und es ist eine Plage, mittlerweile heimwerden kann. Alle anderen Dinge wie Vergrämung haben bisher nicht funktioniert, deswegen muss ein schärferes Schwert gezückt werden, aber es braucht erstmal eine politische Initiative, um dieser Plage Herr zu werden, und diesen Anstoß muss die Politik jetzt erstmal gehen. Und das wäre mein Plädoyer in dieser Kolumne, das erstmal jetzt anzugehen, anzustoßen. Denn ansonsten werden sich die Krähen weiter verbreiten und die Plage wird nur noch immer größer werden. Ich wünsche euch trotzdem noch eine hoffentlich krähenfreie Woche.